Damit steht für Investments, für nachweislich vernünftige Investments der Nikkei bei Rot. China steht vor der zweiten Etappe seiner wirtschaftlichen Entwicklung nach der ersten, der Wiederaufbauphase. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Thyssen. Ja, wie eine große Schere klafft die Performance des Nikkei 225 und des Hang Seng auseinander. Starker Aktienmarkt in Japan gegen Kursschwäche am chinesischen Aktienmarkt. Sie, Herr Bernecker, gehen ja jeweils in die Gegenposition. Beides soll auch heute angeleuchtet werden. Ich will aber mal mit dem japanischen Markt als Short-Kandidaten einsteigen. Was sind die Aspekte, die für Sie für Schwäche am japanischen Aktienmarkt sprechen? In den letzten Tagen gab es mehrere große Analysen, sowohl englisch wie also in New York und in London, als auch in deutschen Zeitungen, warum Tokio noch ein interessanter Anlagemarkt ist. Mit der bemerkenswerten Begründung, der Nikkei hat den alten Stand von 1989 wieder erreicht, also wird er weiter marschieren. Die Begründung, wenn man sich die Charts dazu ansieht, soweit sie abgedruckt sind, zeigen das alte Bild, weil es bisher so schön gelaufen ist, immerhin fast 260% in den letzten 5 Jahren, wird es eben weitergehen. Dem widerspreche ich. Schlicht und einfach deshalb, weil der japanische Markt oder die Wirtschaftspolitik grundsätzlich anders funktioniert als die aller westlichen Länder, also USA oder Amerika beziehungsweise Europa. Es gibt Restpotenzial. Natürlich kann der Nikkei auch noch 10% Ziel zulegen, überhaupt kein Problem. Nach 250% sind weitere 10% eine markttechnische Frage. Damit steht für Investments, für nachweislich vernünftige Investments der Nikkei bei Rot. Okay, wechseln wir dann vom Short zum Long-Kandidaten und damit zu China. Vielleicht spitzen da unsere Zuschauer schon hier und da die Bleistifte für kritische Kommentare, denn der chinesische Aktienmarkt hat sich ja im Rückspiegel betrachtet schwach entwickelt. Wie ist die Schwäche im langfristigen Rahmen einzusortieren? Seit 1981, 82, seit Deng Xiaoping China geöffnet hat, zunächst verbal und dann später real, ist China der größte Wachstumsmarkt der letzten 40 Jahre geworden, den es jemals gegeben hat, im Umfang, also in Dollar oder meinetwegen auch in Yuan gerechnet, wie Sie wollen. Die Entwicklung lässt sich aber nun mal asiatisch darstellen und nicht europäisch. Wenn Sie also lesen, ja, die chinesische, das BIP wächst nur um 4,3 oder nur 4,4, immer mit nur, dann fehlt offensichtlich das Verständnis für die Größenordnung. 4,3 oder 4,4% Wachstum der Chinesen sind so viel, um das gleiche in Dollar oder auch in Euro zu erreichen, von etwa 12% für die Europäer, um etwa das gleiche Gewicht zu bringen. Gegenüber den Amerikanern, die Amerikaner müssen 6% zulegen, 5% zulegen, um gerechnet in Dollar das Gleiche auf die Waage zu bringen. In dieser Zahl, in diesen Dollarbeträgen liegen aber die Handelsbeziehungen und nicht in den Prozentsätzen. Davon sind alle betroffen. Jeder, der mit China zu tun hat, muss wissen, dass wir nicht in Prozenten rechnen können, sondern in den tatsächlichen gewaltigen Zahlen, die 1,4 Milliarden Menschen nun mal auf die Waage bringen. Sei es als Verbraucher, sei es als Investoren oder in anderer Form. Die Chinesen haben seit der Öffnung ihrer Märkte ein Wirtschaftswunder erlebt. Genauso in der Struktur wie vorher die Japaner, was im Übrigen immer dazu geführt hat, dass am Ende eines solchen Wirtschaftswunders eine Immobilienkrise entstand. Die Chinesen haben ihre Immobilienkrise genauso als Schlusspunkt des Wirtschaftsausschwungs und müssen nun 4, 5 Jahre lang dieses bereinigen. Ein wichtiger Einflussfaktor für die ökonomische Entwicklung eines Landes ist ja auch die Demografie oder die demografische Perspektive. Wie hoch schätzen Sie die möglichen Bremseffekte für Chinas Wirtschaft durch eine schrumpfende oder zunehmend ältere Bevölkerung ein? Unter Mao Zedong gab es die Ein-Kind-Ehe. Die führte dazu mit dem üblichen Time-Lag, dass tatsächlich ein Geburtenüberschuss abnahm bzw. ein Unterschuss entstand und ein Defizit. Das merken wir heute in den höheren Altersklassen ab 40, 50 Jahren.
Dagegen ist die, verwendet die Förderung von Neugeburten seit etwa 20 Jahren jetzt erst wirksam, indem die Jugend annimmt, und daran erkennen Sie die größere Zahl von Jugendlichen, die keine Arbeit haben, also von der Jugendarbeitslosigkeit. Das ist ein Widerspruch im Moment. Wir brauchen also, oder die Chinesen werden also mit dieser Politik der Mehrkindfamilie, sagen wir zwei Kinder pro Ehepaar, werden die wieder zu dem zurückfinden, was seit 5000 Jahren in China gang und gäbe war und zur Kultur der Chinesen gehörte, nämlich eine sehr intensive Familienbindung. China steht vor der zweiten Etappe seiner wirtschaftlichen Entwicklung nach der ersten, der Wiederaufbauphase oder Wirtschaftswunderphase, der Konsolidierung, und darauf können wir jetzt setzen, wie es weitergeht. Das ist dann ein langer Trend. Ich betone, 1,4 Milliarden Menschen sind nicht 80 Millionen, sondern eben eine größere Zahl. Was die an Nachfrage konsumiert, das ist entscheidend. Was welche Rolle spielt Deutschland? Deutschland ist wie immer, genau wie in Richtung Westen, immer der größte Lieferant von Industriegütern. Wir sind sozusagen die Ausrüster der Welt. Und das ist unsere Stärke. Dazu gehört Qualität, Zuverlässigkeit, Preiswürdigkeit und vor allen Dingen vertragliche Zuverlässigkeit. Aber Herr, China ist ja inzwischen auch ein technologischer Player und dann potenziell auch ein technologischer Konkurrent für die westliche Welt. Erwarten Sie in diesem Gerangel der Weltmächte, dass man sich vielleicht noch stärker abgrenzt, vielleicht auch marktinkonform in das Geschehen eingreift, über Zölle, über Handelsbeschränkungen, Verbot oder ähnliches, vielleicht gerade auch mit einem möglichen Donald Trump im Weißen Haus? Seit Beginn der neuen Technologien, also IBM 1960, das Thema kennen Sie ja, habe es immer das Gleiche gegeben. Nämlich die Frage, wird man technologisch abgeschnitten oder verliert man am Boden und alle solche Geschichten. Ich nenne sie mal Geschichten. In allen diesen Zeiten war ich schon dabei und könnte Ihnen stundenlang erzählen, wie technische Fortschritte transferiert werden. Unter Technikern, unter Kaufleuten, unter Wissenschaftlern oder meinetwegen in anderen Formen, meinetwegen auch geklauten Patenten. Niemand kann das aufhalten. Die Frage ist nur, wie man die Rahmenbedingungen einigermaßen so kodifiziert oder festlegt, dass es tragbar ist. Das ist die dynamische Entwicklung von eines Volkes, das hochintelligent ist, glänzend ausgebildet ist und den Ehrgeiz hat, und das müssen wir akzeptieren, Auge auf Augenhöhe mit den anderen leben zu können und leben zu wollen. Meine Damen und Herren, wenn diese Sendung werthaltig für Sie ist, denken Sie bitte an das Like. Und wenn Sie künftig auch Sendungen dieser Art sehen wollen, beziehungsweise besser über unsere Sendungen auf dem Laufenden bleiben wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie unseren YouTube-Kanal abonniert haben. Vielen Dank. Der S&P 500, um bei diesem größten Index zu bleiben, hat allein 160 Sektorunterscheidungen. Für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Wenn Sie wollen, können Sie auch in Gefängnisse investieren, mit Wachstumswerte. Das ist der Sektorwechsel oder die Rotation. Und ich hoffe sehr, dass dieser jetzt begonnene Wechsel sich so entwickelt, wie es in den letzten Wochen erkennbar war. Dann umgehen wir die Möglichkeit eines Crashes oder einer deutlichen Korrektur. Das wäre eine Chance. Ich hoffe sehr, dass das möglich wird. Meine Damen und Herren, eine typische Denkrichtung von Aktionären ist ja Long, also die Spekulation auf tendenziell steigende Kurse. Aber in der Börse lässt sich mit den entsprechenden Derivaten sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Und das nicht nur bei Aktien, sondern auch bei anderen Anlagen, wie zum Beispiel Indizes. Wir haben ja verschiedene Trading- oder Trading-orientierte Produkte im Sortiment. Und ich greife mal TB Daily heraus. Hier gibt es Spekulationen auf Aktien, aber auch auf den DAX. Beziehungsweise der DAX wird mit Spekulationen begleitet. Für Erstbesteller gibt es in den ersten 3 Monaten einen Preisrabatt von 50%. Nutzen Sie das gerne. Und dann zurück zum Gespräch. Herr Banneker, Jamie Dimon, CEO bei JP Morgan Chase, machte dieser Tage von sich reden mit Äußerungen, die hellhörig vielleicht auch nachdenklich machen können. Dabei geht es auch um ein möglicherweise recht happig hohes Zinsniveau. Wie ist Ihr Blickwinkel dazu? Diesen Blickwinkel kann ich nachvollziehen. Herr Dimon hat das richtig dargestellt in seinem jüngsten Brief Anfang der Woche. Die eben genannten Gelder, die ich schon zitiert hatte, führt er genauso an,
wie die Art und Weise der Staatsverschuldung insgesamt. Die Amerikaner haben sich erlaubt, in den letzten 5 Jahren ihre Staatsverschuldung um etwa 40% auszuweiten. In so kurzer Zeit hat es dies nur einmal gegeben, nämlich in der Finanzierung des Weltkrieges, also Ende des Zweiten Weltkrieges und vorübergehend auch im Vietnamkrieg. Aber nur für kurze Zeit mit dem Aufblähen der Rüstung. Aber es ist nun mal so. Die haben die Geld gedruckt, das jetzt im Markt ist. Und dieses Geld ist nun mal, enthält das Potenzial einer Inflation. Gleichzeitig hat die Welt beschlossen, sich aus dem Dollar schrittweise zurückzuziehen. Die Weltwährungsreserve Dollar ist nicht mehr das, was sie mal war. Der Anteil der Dollars an den Währungsreserven der Welt lag mal vor vielen Jahren bei über 70%, im Moment bei 52%, Tendenz fallend. Was machen die Notenbanken? Die Überschüsse haben, andere Möglichkeiten haben sicher nicht, Währungsreserven zu horten. Die können nur in Dollarbonds investieren oder in Eurobonds, die natürlich mit einem Anteil von 20% eher bescheiden sind. Also kaufen sie Gold. Für rund 260 Tonnen pro Monat wird gekauft. Natürlich sehr vorsichtig, angemessen. Schließlich sind das keine Spekulanten, sondern Notenbanken. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank an Sie, Herr Bernecker. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ihnen noch einen vorzüglichen und erfolgreichen Tag. Und guten Gedanken und guten Ideen. Machen Sie es gut.